Herzlich willkommen bei meinem neuen Video zum Thema Filofaxing. Und zwar geht es dieses Mal darum, es gibt eine Challenge, eine Wochendeko-Challenge und ich möchte da gerne mitmachen, weil ich sowas noch nie gemacht habe und ich möchte die kommende Woche dafür dekorieren. Oh, mein Hund ist jetzt hier noch dabei. Und zwar habe ich jetzt endlich die neuen Einlagen von Kreativzwerg bekommen. Wer das vielleicht schon gesehen hat auf Instagram, habe ich schon ein Bild gepostet. Das ist eine Woche auf zwei Seiten. Aber die eine Seite ist die Woche und die andere Seite ist frei zum Dekorieren. Und da das in dem Morn Mini richtig praktisch ist, habe ich mich dafür entschieden. In meinen A5 habe ich noch die andere Woche, eine Woche auf zwei Seiten. Aber irgendwie trage ich zurzeit in A5 nichts rein, weil ich eher so auf diesen Mini aus bin. Also Pocket, das ist ja die Pocket-Variante, also ist nicht Mini. Sorry dafür. Ja, das, wenn ihr das schon mitgekriegt habt, der Morden ist meine Geldbörse und Planer zugleich zurzeit. Wie gesagt, weil ich durch meine Arbeit überhaupt gar keinen A5 mitnehmen kann, weil ich überhaupt gar keinen Schreibtisch habe, benutze ich den halt nur, um mir ein paar Sachen dann in der Pause zu notieren. Ja, ich würde jetzt einfach damit anfangen, dass ich euch vielleicht mal kurz einen Überblick gebe über meinen Planer und dass ich dann anfange, die Seite zu dekorieren. Und dann beginnen wir mal mit der Dekoration. Das ist ja die Woche vom 23. bis zum 1. März. Zum Thema März habe ich hier schon mal so einen Divider gebastelt. Der ist ja auch schon ein bisschen so Frühlingserwachen, aber ich möchte die Woche schon ein bisschen gezielter auf das Thema dekorieren. Nehmen wir mal den Planer weg. Sind das die Kalendereinlagen? Mal zum Vergleich habe ich jetzt mal hier Bleistift daneben, also ist schon ziemlich klein. Hier oben steht normalerweise Notizen. Ich habe nachgefragt und die Liebe hat mir das doch entfernt. Deswegen habe ich da jetzt sozusagen eine freie Seite zum Austoben. Ich habe schon mal wegen Washi-Tapes geschaut und dieses hier habe ich von Fiona, von dem Webshop. Und das ist etwas breiter und ich finde, dann kann ich hier die Seite wirklich richtig schön dekorieren. Dann habe ich noch drei, wie ich finde, Frühlingsfarben rausgesucht und schwarzes Tape. Um das Ganze zu vereinfachen, habe ich mir jetzt erstmal alles hier um mich herum aufgebaut. Von Stickies über Project Life Cards, über irgendwelche Bögen, Papier habe ich mir jetzt erstmal alles hier hingelegt. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen scribbeln, ein bisschen zusammensetzen. Und das wird auch ein bisschen geschnitten, also nicht wundern, wenn dann auf einmal irgendwie abgehakt ist, weil ich will das Video jetzt nicht so lang gestalten. Dann lege ich jetzt einfach mal los. Thank you.
So, ich habe jetzt noch keine privaten Sachen eingetragen. Das mache ich dann, wenn ich das Foto verschickt habe mit den fertigen Einlagen. Und ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich ziemlich frühlingshaft und wirkt für mich auch richtig schön, weil helles Grün ist für mich ein Indikator für Frühling. Wenn die Vögel zwitschern und wieder Nester bauen, ist das für mich ein Indikator und Schmetterlinge sowieso. Und das Braun, das Grün, das passt meiner Meinung nach richtig gut zusammen. Dann noch der kleine Marienkäfer, das sowieso. Und ich hoffe, euch gefällt das auch und würde mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein paar Kommentare. Ich lade das Bild dann auch noch auf Instagram hoch und würde mich freuen, wenn ihr mich da auch abonnieren würdet.